Meine lieben Früchte, willkommen zum achten Part von Atomic Heart, immer noch mit meinem Lieblingsidioten hier. Mama. Und zwar haben wir in der letzten Folge das Brandding hier geholt, die Brandzelle, glaube ich, ne? Kapsel, Brand und Behälter, was Alk. auch immer. Genau. Brand und Und Alk. jetzt Gut. werden wir ich glaube, für die Folge würde ich sagen, dass wir die anderen zwei schnell holen. Mal gucken, wie es Insekten weitergeht. Der Weg hat und sich jetzt hier Eis. geöffnet, dann mal gucken, wie es weitergeht. Und lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Nicht vergessen. Wir freuen uns über jeden Support, den wir bekommen können. Dann würde ich einfach sagen, viel Spaß weiterhin mit dem Video, ne? Spürs. So, jetzt ist die Frage. Wollen wir links Links lang wird oder Spaß. rechts? Oh, Ich würde sagen, warte rechts mal. erstmal. Ein Jammer, dass es so enden Oh. musste. Niemand hatte damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte. Es hieß immer, zu den Sternen, strahlende Zukunft. Doch jetzt kann ich nur noch hier rumliegen und über alles nachdenken. Wie lange ist der Angriff der Roboter her? Mein Zeitgefühl ist ehrlich gesagt nicht das Beste. Aber es muss schon eine Weile her sein. Mindestens ein paar Tage. Wie bist du auf diesen Gang gekommen? Kannst du mir irgendwas sagen? Wie hat das alles angefangen? Scheint dich nicht so mitzunehmen. Machen wir mal eins. Wie bist du in diesen Gang gekommen? Ich erwischte es als Ersten. Laborroboter Nummer 42 war der Übeltäter. Ich wollte gerade Kaffee holen, als er mich am Hals packte und den mir umdrehte. Genau hier. Das ist schon brutal, ne? Kannst du mir irgendwas sagen? Wie hat das alles angefangen? Es ging alles so schnell. Es war unerwartet. Und sehr blutig. Du kannst ja von Glück reden, es sind nur noch wenige Roboter übrig. Doch am ersten Tag wimmelte es hier nur so von ihnen. In jedem Gang schrie jemand, starb jemand. Und wohin sind die Roboter gegangen? Woher soll ich das wissen? Sie haben sich wohl über die Anlage verteilt. Ich vermute, dass sie durch diese Tunnel gegangen sind. Einige wurden ausgeschaltet, aber der Rest ist immer noch da draußen und wartet auf Opfer. Ja, scheint dich nicht so scheint dich nicht so mitzunehmen. Wozu auch? Mein Bedarf an Aufregung und Geschrei ist gedeckt. Ich rastete aus, ich fluchte. Ich sah entsetzte, sterbende Menschen. Am meisten fürchteten sie sich nicht vor den Robotern, die sie abgeschlachtet hatten, sondern vor mir, wie ich tot dalag und redete. Was glaubst du, warum das so ist? Weil es echt unheimlich ist, mit einem toten Mann zu reden. Ach, du meinst, warum ich rede? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob ich das gut finden soll. Ist ja alles auch egal. Oh. Naja, ich muss los. Verstehe. Bis dann. Ist schon, ja, alles creepy. Ja. Wollen also wir rechts laufen? Das muss irgendein Fehler sein. Alter, schreck mich nicht so, meine Fresse. Du. Mein Arsch ist gerade ganz kurz im Grundeis gegangen, ne? Ja, das kann ich jetzt nicht verstehen. Ah, oi. Ah, Loothaun, jawohl! Blaupause, ne? Jo. Jawohl. Oh! Oh, oh! Schneeball. Schneeball. Schnell mal gucken, ne? Zugang gewährt. Lass mal raten, das ist ein Hammer. Streitkolben. Uns fehlt halt immer noch Stuff, Junge, um herzustellen. Aber der ist günstiger als der Paschtet. Aber schau mal auf die Stats von dem vielleicht. Vielleicht lustig. Ja, hast du fast ausgeglichen, ne? Ja. Eine improvisierte Zweihandaxt aus mehreren zusammengeschweißten Rohren. Die Klingen wurden aus geschärften Metallplatten hergestellt. Kann zu einem ausgewachsenen Streitkolben verbessert werden. Was steht eigentlich hier? Schneidet und würfelt und hackt den Gegner in Stücke. Ich glaube, das Schwert ist ein bisschen besser. Da sparen wir, glaube ich, ein bisschen mehr, oder? Guck, auf jeden Fall, also das Schwert will ich auf jeden Fall nehmen. Das Schwert hat gefühlt, also fast anderthalb mal so viel wie der Streitkolben, ohne Scheiß, schau mal. Schau mal, naja, der Schaden war bei dem anderen besser. Wirklich? Ja. Ja, ein bisschen, aber für Angriffsgeschwindigkeit deutlich höher. Dann können wir mal gucken, ob wir hier was freigeschaltet haben. Stimmt, ja. 88. Ha, ha, ha. Hohoho.
So, was haben wir hier? Ja, wir haben hier Poloschild. Da haben wir ja das praktisch. Überladung. Wenn das Schild bei voller Kapazität aktiviert und dann vollständig geleert wird, explodiert er. Wobei Gegner mit Kampfpolymerk überzogen ist. Das haben wir bis jetzt überhaupt nicht geschafft, ne? Aber nur, also hältst du ein Schild immer so lange auf, bis er wirklich von alleine kaputt geht? Ja. Okay, so. Vielleicht bei einem Schlag, weißt du, bei so einem Special-Schlag oder sowas. Das ist einfach so, puff. Eine Mal kaputt geht direkt. 61. Meine Lieblingspose. Dann ja. Nimm mal das hier, mehr Schaden. Ja, komm, ja, auf jeden Fall. Das Schöne ist, elektrifizierte Gegner bekommen mehr Schaden. Also wenn du elektrifizierst und dann einfrisst, dann bekommst du noch mehr Schaden. Ja, dann speichern wir mal. Das Schöne. Yo, wie cool ist das bitte? Was ist das für ein Dreck? Das ist eine Sprosse. Was ist eine Sprosse? Sprossen wurden als hocheffizientes Futter Zombies. Für Großvieh entwickelt. Aber mit dieser Sprosse stimmt etwas nicht. Was ist das? Kannst du dich noch an diese geheimen Gegner erinnern, wo wir mal meinten? Ganz am Anfang? Ja. Es waren die Sprossen schon. Ein Killerhuhn? Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Larry! Schakamadu! Aber ich finde es schön, dass das Spiel mal neue Mechaniken reinbringt. Ja, finde ich. So, das war's mit dem Part, würde ich sagen. Nein. Ja. Killeraffen, ernsthaft? Da müssen wir mal härtere Maßnahmen ergreifen. Die Flammenschrot, genau. Es ist nicht ratsam, ihre Aufmerksamkeit zu erwecken. Ach so. Zu spät. Boah, guck mal. Was? Oh nein. Das hätten wir, glaube ich, nicht machen sollen. Das war ein Fehler, glaube ich, von mir. Gehen wir nochmal hier rein. Ja, war so. Hab ich irgendwie Angst, dass sie durch die Lüftungsschächte durchschleichen, weißt du? Apropos Lüftungsschacht, stimmt. Aber hier rein gehen wir sowieso gleich noch immer. Aber davor, ja. Für euch, liebe Zuschauer, hier. Lesen viele Leute. Oh, alles angeheftet. Oh. Eine Audiodatei. Oh. Genosse Solothurin, mein werter Kollege. Wir hatten bisher noch keine echte Gelegenheit, uns kennenzulernen. Doch ich versichere dir, wenn du das Theater unter meiner Führung besuchst, wirst du den Namen Lastoschkin nie wieder vergessen. Ich möchte dich um einen kleinen Gefallen bitten. Könntest du uns einige deiner faszinierenden Blumen schicken? Dem Theater fehlt ein wenig Grün und es könnte noch etwas mehr Exotik vertragen, wenn du verstehst. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass ihr jetzt kriechende Büsche habt. Ein Dutzend davon wären toll. Ich zeige mich auch erkenntlich. Mit freundlichen Grüßen, Stefan Lastoschkin. Aha. Glückwunsch. Glückwunsch zur Beförderung, Genosse Solothurin. Stellvertretender Direktor des Wawilow-Komplexes. Das ist eine sehr wichtige Position. Im Augenblick ist es unser primäres Ziel, das sowjetische Volk mit genügend Nahrung zu versorgen, was große Aufmerksamkeit erfordert. Doch schon sehr, sehr bald werden die ersten Schritte der Menschheit ins All ebenfalls hier beginnen. Als herausragender Botaniker bist du federführend dafür zuständig, ganze Systeme von Pflanzen zu erschaffen, mit denen man die Oberflächen anderer Welten terraformen kann. Genosse Setschenow und ich haben uns vorhin unterhalten und sind beide sehr erfreut, dass du zu uns gestoßen bist. Weißt du, Vic, wir wollen nicht einfach nur auf dem Mond Mais anbauen. Wir wollen von einem größeren Apfel abbeißen, auf dem Mars. Ja, die haben Pläne hier. Ja, persönliche Biete. Persönliche Bitte, Biete. Ja, super. Dann nehme ich mal, lesen wir nicht. Hören wir mal an. Hallo?
Ich möchte dich um einen persönlichen Gefallen bitten, Vic. Der Pavlov-Komplex steckt gerade mitten in einer großen Polymerstudie. Und auch wenn es trivial klingt, sie haben nicht genügend Versuchsstandorte. Könntest du einer kleinen Abteilung irgendeinen abgelegenen Flügel überlassen? Sie müssen nur beobachten, wie Tiere sich in einer Polymersuppe verhalten. Streng geheim, versteht sich. Aber in eurem Komplex ist ja alles streng geheim, nicht wahr? Der Pavlov-Komplex schickt euch das Polymer zunächst in Fässern. Wir bauen eine Rohrleitung, sobald das Finanzministerium sie bewilligt. Danke im Voraus. Die Stimme sagt mir was. Das ist die Stimme von Ghost, glaube ich. Von COD, Call of Duty, Modern Warfare 2. Ich glaube aber auch, das ist der. Das ist einer unserer. Lass mal bitte noch zu, wenn es geht. Nein, rein hier! Ich glaube nur. Ich glaube nur. Fenster. Das Fenster. Es war wahrscheinlich, dass du es als eine Art Sichtschutz nutzen kannst, weißt du? Ah, gibt's da drin was? Ja, guck mal, da ist ein Lüftungsschacht und hier ist was. Ja, ja. Ab in Lüftungsschacht, würde ich mal sagen, ne? Oh, der Rettungstrupp! Na endlich! Mir kannst du zwar nicht mehr helfen, aber hier leben noch Leute. Warum hat das eigentlich so lange gedauert? Ich bin nicht der Rettungstrupp. Eher eine Vorhut. Verdammt nochmal! Nach so langer Zeit gibt es noch immer keinen Alarm und keine Armee, die uns rettet. Hast du gesehen, wie das losging? Kannst du mir was darüber erzählen? Hast du gesehen, wie das losging? Kannst du mir was darüber erzählen? Ich will es nicht, aber ich kann es. Die Maschinen haben nicht sofort angegriffen. Sie haben sich erst in der Anlage verteilt, damit sie alle gleichzeitig zuschlagen konnten. Ich hatte vermutet, dass was nicht stimmt, als die Laborroboter in unsere Büros gekommen sind und sich hinter den Leuten aufgestellt haben. Die meisten meiner Kollegen starben an ihrer Arbeitsstätte. Am schlimmsten fand ich nicht das Töten, sondern wie sie langsam auf die Menschen zugegangen sind. Wie im Sportunterricht, wenn man sich in Gruppen aufteilen sollte. Wann bist du gestorben? Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe länger als die meisten überlebt. Die Maschinen konnten nicht zu mir, da es keinen Weg hinein gab. Es fielen Schüsse und dann kamen überall Schläuche raus. Die meisten starben in den ersten paar Sekunden. Ziemlich schnell. Die Roboter schlugen ihnen die Köpfe ein oder brachen ihnen das Genick, als ob man Bierflaschen öffnet. Wir flüchteten, aber dann schnappte sich ein labortechniker Genosse Afanasjev. Ein Soldat versuchte sie aufzuhalten, aber er hatte nur noch Zeit, O zu sagen. Da verlor ich die Angst und griff den Roboter an. Dann erinnere ich mich nur noch daran, dass ich tot war. Schwierig. Tut mir leid. Wir werden diese Mistkerle erledigen. Den Maschinen ist nichts vorzuwerfen, sondern den Menschen. Das war kein Unfall. Es würde Monate dauern, so etwas zu planen. In Ordnung. Wenn das alles ein Ende hat, kommt jemand vorbei. Ehrlich gesagt, wird das auch nichts ändern. Diese Infektion oder was auch immer mit den Robotern nicht stimmt, sollte sich lieber nicht auf die anderen Komplexe ausbreiten. Ja, so weit so gut. Ja. Aber abmischt. Ja, wieso ist das hier so kalt? In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wie Lebewesen in einem Vakuum überleben können. Dann geht es hier darum, wie man Pflanzen auf dem Mond züchtet und so? Unter anderem, ja. Hier wird auf den verschiedensten Gebieten geforscht. Von primitiven Einzellern bis hin zu Nutzvieh und anderen Tieren. Alter. Mach dich mal bereit. Dass hier Affen hier in die Lüftungsschicht reinfolgen können. Das war nämlich wahrscheinlich die. Warte mal, jetzt kommen wir doch in den Raum mit der Tür rein, oder? Mit der Venom-Scheiße, ja. Ja, genau. Ah, macht ihr mich schon mal bereit, dass die Herren. Oh, yo. Material. Oh, meine Kartusche geht gleich kaputt. Du kannst die Kartusche auch absetzen, wenn du möchtest. Oh, nee, also rausnehmen. Ja, wenn wir dann... Interessante Fische in dem Aquarium. Ach, dann haben wir das raus irgendwie.
Also, Kamera. Ja, so schön ist weg. Jetzt kommen Politiker, also die. Melde ich mir das ein oder schicken die Kollegen aus Pavlov und nur Schrott? Du kapierst das einfach nicht. Wir haben da andere Polymere mit anderen Eigenschaften. Wir züchten hier Eigenschaften zu Polymeren. Die Kollegen schneiden sie hinein, verstehst du? Werd jetzt mal nicht zum Klugscheißer. Sonst, naja, wie die Sina non Carcos Taurus est, weißt du? Ja, ist klar. Ach, scheiße. Ich schalte meinen Schäbeltimer aus Versehen mit dem Ellbogen an. Hoffentlich wird die Funktion bei der nächsten Aktualisierung entfernt. Boah. Boah. Das sind die Abnehmer drin, scheiße. Die Abnehmer sind Menschen. Run. Ja, die Pump. It's raping time. Oh. Wupp, wupp. Ah, doch nicht. Lad durch. Bots. Aber das ist doch fast wie in dem alten Teil, oder? Was? Ich doch. Die Infektion hier. Also mit diesen komischen Polypen-Dingern. Ich weiß es nicht mehr. Oh. Ja, der verliert den ganzen anderen Scheiße. Schmeck! Ah, so, ja. Jawohl. Mitnehmen. Bong! Das musste sein, Alter. Das hat er verdient. Ja, ja. Ich weiß. Wir brauchen Metallteile für unsere geile Machete. Ah, schade. Der ist aus Stahl. Er ist einfach Iron Man. Was ist hier das Wort? Noch mehr! Geh weg! Gut. Kaputt. Mach ab hier. Metallteile 2. Da hinten ist noch eine Kiste und ja, da kommen wir nicht hin. Da ist ein Glas davor. Das muss geöffnet werden. Oh, ja, okay. Aber da bei dem Typen, der Huhn abgeschlachtet wurde, da liegt noch, meine ich, da lag noch irgendwas in der Nähe. Scan mal. Also von einer der Drohnen. Da ist es. Was würde ich nur ohne dich machen? Ja, Adlerauge. Ah. Was ist das für eine Riesenscheiße? Oh gut. Nice. Oh, PM-Patronen. Wenn so ein Scheißding aus einer Kuh rauskommt, dann krieg ich echt Panik. Spiel gespeichert, Junge. Was? Dich? Der Rechner hat dich mit dem Leiter dieses Labors verwechselt. Erinnerung. Für die Einnahme der Blutdruckmedikamente. Wiedergabe eines Auszugs der automatischen Aufnahme der... Dieses Schwein! Ich kann Kung Fu. Die Hühner. Ja, jetzt geht es mir schon besser. Die Opa wirkt immer Wunder. Ja. Also, meine Aufzeichnungen. Tag 783. Wo war ich? Ach ja. Zuerst fand ich es sehr schwierig, diesen Lebenszyklus, wie sie es nennen, zu ignorieren. Aber dann wurde mir klar, dass es sogar eine Art Kunst ist. Lebenszyklus. Wie kommen Sie überhaupt auf sowas? Unsere Vorgänger dreht sich. Glauben, dass das müsste es sein. Die Produktivität erhöht. Dann sind ihre Angestellten für sie also nichts als gedankenlose Schweine. Ich hoffe, ich habe da nichts durcheinander gebracht. Das ist kein Töten. Das ist nur die Aufrechterhaltung des Lebenszyklus. Weißt du was, Oliver? Selbst wenn wir nur Schweine sind, wer hat uns das Recht gegeben, die anderen Schweine zu misshandeln, oder? Es tut mir sehr leid um dich. Wirklich. Weiß Gott, du bist einen Heldentod gestorben. In der Ecke noch? Ich denke sogar daran, dir ein Denkmal zu bauen. Das mache ich auch, versprochen. Cool. Manchmal glaube ich, dass dich bei klassischer Musik die Grenze selbst eine Art
Todestanz werden. Schließlich werden ständig neue Schweine geboren. Dann dich? Ja, das Ventil ist angebracht. Dasselbe Schwein immer wieder. Jawohl. Das kann doch nicht richtig sein. Ein Schwein noch. Ein Schwein? Zur Hölle damit. Was? Boah, was? Ach du Scheiße. Was? Hab ich die gerade alle getötet? Das ist der Standard beim Herstellungsverfahren. Daher stammen die organischen Polymerkomponenten. Wo sind sie denn alle hin? In die Algenwerkstatt zur polymerischen Synthese. Ich will's gar nicht wissen. Aha. Ist die Tür aufgegangen. Welche? Die hier? Die ist aufgegangen, aber du kannst in die andere mal rein, die vorher schon auf war. Rechts von dir. Also lag ich sogar richtig mit meiner Vermutung hier gerade. Ja. Das zu aktivieren. Absolut richtig. Sogar. Das ist der Weg wieder raus, oder? Ja. Schaffen wir eine Abkürzung nach der anderen. Ich geh mal gleich hin, würde ich sagen. Das ist ja riesig. Ich habe noch nie so viele Pflanzbehälter auf einmal gesehen. Heilige Mutter Maria. Die zum Terraformen von Mond, Mars und Venus dienen sollen. Aber es funktioniert nicht mal ansatzweise. Wir müssen die Bedientafel finden. Ach du heilige Scheiße. Hanfplantage auf einem anderen Niveau. Gerne mal, siehst du diese riesen Fleischklöpse? Gen, gucken. Siehst du das? Das ist ein riesiger Fleischklops. Ich glaube, du musst du mal abschlachten. Das sind die Fleischbrocken. Oh, das ist widerständig gegen Feuer. Hi. Ja, feiner Robo. Kann man nicht mal hin? Nee, kann man nicht. Blitzen. Warte. Noch ein Angriff und dann. Nein! Alter! Oh! Mist. Joink! Ah. Ja, er hält halt 4 aus, ne? So ein. Es hat einen richtig harten Brocken, aber da kriegt er auch sau guten Loot. Oh. Und weg ist er. Oh yeah. Nice. Oh yeah. Metallteile 5 Stück sogar. Oh. Töten mal die ganzen Tumorbrocken da. Warte mal. Ja. Hier, du musst gerade drauf springen. Woran merkt man, dass das Spiel verglitscht ist? Noch ein bisschen. Warte mal, machen wir es mal einfach. Vielleicht hängt es da drin. What? Venom stirb. Nee. Eine Kapsel oder was? Ja, das ist so eine Kapsel hier fürs. Heal-Kapsel. Boah, allgemein kann ich hier nichts. Nee, kannst du nicht. Ah, doch jetzt. Halt dich vielleicht mal, vielleicht ist ja dein Vorrat an den mittleren Heilkapseln voll. Voll eigentlich, nicht voll, das ist low. Ich kann eigentlich mitnehmen. Das ist ja eine mittlere Heilkapsel. Ja, kann gut, ich das, mitnehmen. Das ist so ein Flop, das ist ja langgezogen. Kann nichts mitnehmen. Auch nochmal so ein Tumor. Tumore müssten wir zerstören wahrscheinlich. Oh.
Gott. Weg mit dem Scheiß hier. Ja. Ihr Venom-Kack da. Riesenunkraut. Komm, gehen wir mal hoch. Oh, oh. Du hast Besuch. Freunde. Nein. Das habe ich meine letzte halt genommen. Warum ja, nicht? Das wollte ich nicht eigentlich. Warte mal. Oh! Du bist eine echte Nervensäge. Da kann Leichen, die können Leichen wieder. Das ist nicht elektrisch. Ich glaube, mir allen geholfen. Du kannst die Tumore. Die Tumore kotzen mir nämlich aus. Wir könnten aber auch theoretisch noch sagen: gut, okay. Lass mir das ausplündern für ein Neuropolymer, oder? Oder? Schade, Schokolade. War hier nicht noch einer drin? Nee. Scheiße. Nichts als Leichen. An der Wand ist ein Laserrelais zur Aktivierung der Stromversorgung. Gut, damit komme ich klar. Aber an diesen Scheiß werde ich mich nie gewöhnen. Mal den Faktor-Dings, ja, ne? No, fertig. Kiste. Nice. Ja. Jawohl. Na also. Nichts. Und wie fülle ich jetzt den Behälter? Der Behälter füllt sich automatisch mit Kryopolymer. Wir müssen nur warten. Das klingt ein bisschen zu einfach. Und ich sterbe. Ja, so klar. Wir haben Gesellschaft. Ich doch, dass wir nicht einfach geduldig abwarten können. Dann töte doch mal die ganzen Tumore auf dem Gras, weil ich glaube, das ist ein bisschen spannend. Oh. Run. Run, aber... Alter. Yo, Ballett einfach. Ballett für Fortgeschrittene, lass mich. Ja. Da kann man schon viel Teil hier farmen. Ja, hier mehr Biomaterialien und so weiter. Als auch Neuropolymer, brauchen wir fürs Verbessern von dem ganzen Quark. Wenn es hier ein bisschen höher fliegt, dann fliegt es oben in die Beine. Ich fühle mich so wie ein Fliegenfänger, Junge, gerade. Ja. Es läuft Copyright Musik, obwohl ich's ausgemacht hab. Wir müssen dagegen reden, la la la. Alles ist GEMA hier drinne und du bist noch nicht voll. Kann man das hier nicht ausmachen? Und das ist ja gar keine Copyright-Musik, wer weiß. Trotzdem seine GEMA, ich es. La 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 la, mach doch hin, hallo. Man muss sich vielleicht Viecher töten, damit das nicht aufhört. Ja. Aha! Ach, du musst die Dinger machen, dann lädt schneller auf. Ach was. Endlich. Anscheinend jetzt fertig. Ba 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 ba. Ihr habt es ja mit euren verdammten Kanistern. Die schiebt ihr immer wieder gerne irgendwo rein. Nun, das ist Tradition. Tja, vielleicht solltet ihr mal eure Traditionen überdenken. Wenn ich auch nur noch einen Kanister sehe. Aber einer fehlt ja noch. Ja, das ist der Kanister, glaube ich, sonst. Was ist sicher, dass man alles schon oben hat?
Bump. Jawohl. Oh ja. Oh. Und ne Chayef. Boots, weg damit. Ja, voll ja. Alter. Da ist was verschwunden. Wir haben einen geheimen Weg gefunden. Das geht aber später hin, dann ist dann irgendwie zu ist und dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen oder sowas. Ja, aber gut, dass wir den schon mal gefunden haben. Das stimmt auch wieder. Aber jetzt durch die Fenster zu beschieben. Oh. Ja, hier ist eh Duft. Ich finde immer einfach gut, wenn du auf den Kopf schießt und du kannst sie aber halbieren einfach. Der Kopftreffer ist wie Resident Evil, One-Hit. Ja, aber ich finde es lustig, wenn du auf den Kopf schießt, dass du sie einfach halbierst. Der Stoß. War gut. Der war gut, danke dir, Bro. Ja, und noch einmal. Schabau. Oh, oh. Oh. Boom. Aber die Schrot macht sich echt Spaß, lass mich raten. Macht übel Spaß. Du hast einen Roboter glaub noch nicht gelootet. Der dir. Und eine Truhe, glaub noch nicht. Vorbeigelaufen. Der dir. Ah ne, ja, genau die. Ich nur blaues Blitzen sehen. Boing. Boing. Hallo. Da sind, glaub ich, ein Henkel. Da ist der mit der Stange. Stacken. Jawoll. Rumdrehen. Aber da komme ich nicht. Ich geh einfach runter. Ich auch hier. Oh. Klappt nicht so gewollt, ne? Oh! Safe! Gut, oder? Oder so. Was dazu ist. Weiter. Ja. Nächstes Mal an so einem komischen Horny-Automaten vorbeikommen, können wir ja gleich mal schauen, was da abgeht, ne? Oh! Mr. Laser Tech. Haben wir hier wieder. Oh! Oh! Nur einmal drauf. Warum ist das? Warum ist das? Ja, genau, jetzt kannst du die. Ich komm gleich zu dir, einen Moment, Baby. Der Robo kann schon fast nicht erwarten zu sterben. Oh. Auseinandergenommen zu werden. Fuck it. Fuck it! Ruhe. Nein! Ja, voll. Bald mal können. Übrigens. Oh, wie süß, der hat sogar gewartet. Na, geht's dir gut? Hast du das gehört? Ich höre alles, was du hörst, Major. Also, was meinst du? Schöne Scheiße! Ruhe, verdammt! Da vorne lauert irgendwas Gefährliches. Und außerdem ist das mein Spruch. Richtig. Ganz kurz. Aber wir brauchen immer noch den Behälter mit Pestiziden. 35 Minuten haben wir gleich. Ach du Orange. Scheiße. Ja, alles gut. Ja, gut. Dann können wir vielleicht ein bisschen für die nächste Folge vielleicht aufheben, je nachdem. Ja, das können wir auch machen. Dann machen wir gleich den Zweiter da draußen. Ja.
Ich weiß nicht, ob wir hier Spannung, Leute. Gehören. Jetzt bleibt, Leute, aber. Die Spannung muss sein. Alles abgesperrt hier. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier hin sollen. Jawoll, kommt runter. Gepackt. Oh. Noch einer. Lol. Bist du nicht? Ich muss den nicht komplett durchschauen. Ah, geil. Nächster Kollege. Oh, Arm ab. Kopf weg. Jawohl. Diese Waffe macht so Spaß, Junge. Kannst du. Glaube ich, die haben so eine Spalter-Axt. Das ist ein langer Gang. Da klappt es nicht ganz gut. Das ist schwierig. Ach, das ist der Gang, wo wir aus dem Labor rauskamen. Ja, hier wollte ich doch sowieso hin. So besser. Aber hier irgendwo. Das? Da hinten. Da kam ich nicht von hier. Ist die leicht. Ja. Okay, das habe ich jetzt mal nicht gesehen, ne? Ja, ja. So, dann gehen wir mal jetzt wieder zurück, würde ich sagen. Yep. Schauen wir mal. Irgendwo müsst ihr. Da ist eine Kiste. Ja, da müssen wir. Da müssen wir. Es war natürlich besonders. Es war natürlich besonders. Oh, ja, besonders. Die Zielwerkstatt führt entscheidende Forschungsarbeiten. Es war natürlich besonders amüsant. Mal gucken, wie es hier gleich mal in der nächsten. K10? Ach. Oh, hab ich mich erschrocken. Ja, bist du irre? Soll das ein Witz sein? Du könntest ihn jederzeit aufwecken. Wenn die Pestizide in 2 Stunden einen kritischen Tiefstand erreichen, wacht er auf. Verstehst du? Ich brauche einen Behälter Pestizidpolymer. Da ist ein Behälter. Genau da drin. Such nach einem PA-400 Polymerbehälter. Wir jagen den Scheißkerl in die Luft, dann kannst du den nehmen, was du willst, okay? Na schön, wir machen es auf deine Art. Aber wird der Behälter dabei nicht zerstört? Scheiße! Die Pumpe! Der Schierling muss ständig besprüht werden! Kaum mehr PA-400! Du musst den Polymerbehälter auftreiben! Jetzt sofort! Ja, klar, ein Behälter. Sag mir wenigstens, wie er aussieht. Eine Art gelber Zylinder. Finde den gelben Zylinder. Scheiße, das Ding ist ja riesig. Wer kommt denn auf sowas? Das war das unerwartete Ergebnis eines wissenschaftlichen Experiments. Aber wir lassen hier nochmal Charles ganz kurz. Und eure beschissenen, kühnen Experimente. Jagen wir das Scheißding hoch. Hatte fuck ab. So, Leute, dann würde ich sagen, wir machen. Ach du Scheiße. In der nächsten Folge weiter. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir würden uns auch lieben gerne über einen Kommentar freuen. Halte Fresse! Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao! Ciao!